Freiberufler, damit wäre er heute voll im Trend. In Deutschland haben immer mehr Menschen keinen festen Job. Sie müssen die Risiken des freien Marktes selbst tragen und soziale Sicherheit einbüßen. Eine neue Doku zeigt erschreckende Beispiele dafür, wie wir immer mehr zur Ware werden. Der marktgerechte Mensch. Dieser kleine Junge war todkrank. Viel zu lange musste er auf seine Behandlung warten. Mit Kindern ist im Krankenhaus heute kein Geld mehr zu machen. Das Krankenhaus wird geführt wie eine Fabrik. Maximaler Output, minimaler Aufwand, schneller. Der Patient wird zum Werkstück. Dieser Dokumentarfilm zeigt, seitdem 2004 die sogenannte Fallpauschale eingeführt wurde, ist der ökonomische Druck im Krankenhaus brutal. Das Geld reicht nicht mehr aus. Die Folge: Personalstreichungen, Privatisierungen, Ablehnung von Notfallpatienten. Gerade hier zahlt die Klinik drauf. Wir überlassen dieses Feld der Gesundheitsversorgung dem Markt. Und der Staat mischt sich damit keinen Regeln mehr ein. Und wir übereignen das den Konzernen, um ihre Rendite aufzubessern. Die Filmemacher Leslie Franke und Herdolo Lorenz sind dem Ausverkauf des modernen Menschen schon länger auf der Spur. Ihr neuer Film, Der marktgerechte Mensch, belegt, dass der Mensch heute nichts mehr kosten darf. Im Gegenteil, er soll möglichst viel Profit abwerfen. Im Krankenhaus, bei der Arbeit, im Internet. Dass der Mensch zur Ware wird, nicht mehr nur seine Arbeitskraft, die er verkauft, sondern im Ganzen. Weil er wird als Ganzer gefordert auch und wird als Ganzer ausgebeutet. Mensch und Markt verschmelzen im Kapitalismus 4.0 zu Zombies. Freelancer, Flexverträge, Befristungen, extreme Arbeitszeiten. Wie zum Beispiel in der Textilbranche. Und zu wenig Geld, um anständig leben zu können. Es gibt bei Hennes und Mauritz Kolleginnen und Kollegen, die durch Hartz IV aufstocken müssen. Das heißt, dass sie durch dieses Stundenkontingent, durch das Gehalt, das sie am Ende des Monats haben, nicht auf das Existenzminimum kommen. Auch im wissenschaftlichen Bereich sind die Bedingungen prekär. Es gibt zu viele Anwärter. Wer keine der begehrten Professorenstellen erhält, muss für wenige 100 Euro im Monat alles geben. Der Kollege meinte, schau mal, ich habe einen vollen Vertrag, da stehen 40 Stunden drin. Ich arbeite vielleicht 160 Stunden. Und das ist völlig normal für mich. Und wer dazu nicht bereit ist, der ist einfach in der Wissenschaft falsch. Neue Jobs sind entstanden. Wie das Crowdworking. Die einsame Arbeit im Internet kennt weder Kündigungsschutz noch Sozialversicherung. Dafür Vereinzelung. Und sie ist vor allem nur für eine Seite lukrativ. Für jede Aufgabe finden Sie auf der Welt die richtige Person, die mit den besten Fähigkeiten und die mit dem niedrigsten Preis. Das hat zerstörerische Folgen. Unsere sozialen Bindungen erodieren. Freizeit kann man sich nur noch bei entsprechender Bezahlung leisten. Man muss immer der Beste und man muss immer der billigste sein bei Millionen Wettbewerbern. Das ist schwer, damit zurechtzukommen, mit dieser Unsicherheit, mit dem Arbeitsdruck. Also, und das macht krank. Sich selbst vermarkten, selbstbestimmt sein. Vor allem, so zeigen die Filmemacher, geht es dabei um Selbstoptimierung, um der Ausbeutung standhalten zu können. Und auch damit wird Geld verdient. Ich sage ja zu mir. Dann sag ich's auch zu dir. Aber das sind so hilflose Reaktionen auf eine Tendenz, die wirklich für uns besonders erschreckend ist, wo wir eigentlich sagen würden, dass der Kapitalismus auch in unsere Seelen gekrochen ist, unsere Beziehungen beeinflusst, dass wir zunehmend selbst marktförmig agieren. Nur was tun? Die Dokumentarfilmer zeigen auch Menschen, die sich verbünden, Widerstand leisten. Ob am Hambacher Forst, auf der Straße oder im Krankenhaus, wie in Dortmund. Am Bett des Patienten wird nicht gerechnet. Für mich eine ganz zentrale Sache. Unsere Mitarbeiter in den sozialen Berufen, egal ob jetzt Arzt, Pflege, Therapeuten und so weiter, haben alle nicht einen BWL-Beruf.
also einen betriebswirtschaftlichen Beruf ergriffen und sie haben dafür ihre Gründe. Ja, und das ist vor allem ihre eigene Motivation. Und die mache ich mit wirtschaftlichen Vorgaben, wenn ich die nach vorne stelle, kaputt. Mehr Menschlichkeit, weniger Markt. Dafür Solidarität und Gemeinwohl. Herdulo Lorenz und Leslie Franke geht es um ein neues System. Eines, das den Bedürfnissen des Menschen gerecht wird.